Frau Kanzlerin, ich möchte noch mal nachfragen. Ich halte erst mal fest, nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist auch sinnvoll für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und das Zweite möchte ich Sie fragen. Es kann nicht sein, dass mit Blick auf neue sozialpolitische Vorhaben, wo wir zum Beispiel über eine Respektrente ohne Bedürfnisprüfung hier sprechen, Menschen, die Konsumverzicht geübt haben, die für ihr Alter vorsorgen, um eigenständig zu leben, nicht entlastet werden. Deswegen frage ich Sie konkret, werden Sie Ihre Richtlinienkompetenz in Anspruch nehmen, dass bevor solche Maßnahmen ergriffen werden, hier die Ungerechtigkeiten in unserem Sozialsystem beendet werden? Also ich bin der Meinung, dass eine sogenannte Respektrente oder Grundrente, wie wir sie im Koalitionsvertrag genannt haben, ohne Bedürftigkeitsprüfung nicht richtig wäre und lehne das deshalb ab. Man kann an der Art der Bedürftigkeitsprüfung etwas ändern, das soll unbürokratisch sein. Und zweitens kann ich hier nicht mit einem einfachen Ja, wie Sie es gerne von mir hören würden, sagen, dass wir das jetzt verändern, diese Praxis mit der Doppelverbeitragung. Und das hat Gründe der allgemeinen Abwägung. Wir haben eben über Pflege gesprochen. Wir haben die Grundrente plus noch in unserer Planung. Und wir haben unter den prioritären Vorhaben, die wir in der Bundesregierung haben, leider keine Finanzen eingeplant für diese Maßnahme. Und wir müssen auf die Solidität der sozialen Sicherungssysteme insgesamt auch achten.